Der Mandalorianer, Kapitel 1. Ein Mann mit einem Helm aus silbernem Metall und dunkler Kleidung, die auch mit Metallstückchen abgesetzt zu sein scheint, schaut auf seine rot blinkende Anzeige. Er läuft auf eine kleine Station oder Ortschaft zu. Die Lichter sind bereits erleuchtet. Es ist dunkel, aber gefrorenes Eis auf dem Boden lassen doch noch Umrisse von dem Mann und dem Dorf erkennen. Der Mann mit dem Helm tritt in ein Haus. Das Innere könnte man mit einem Wirtshaus vergleichen. Man kann den Mann jetzt besser erkennen. Der Helm verdeckt seine Augen. Nur ein Schlitz ist zu sehen, durch den er sehen kann. Sein Körper trägt eine Rüstung mit einem Gürtel voller Patronen und Waffen. Sein Rücken ist bedeckt von einem dunklen Umhang, der um seinen Hals geschlungen ist und auf seinen Rücken bis auf den Boden reicht. Eine Person tritt hinter ihn und meint: Du hast mein Getränk verschüttet. Ein anderer ritzt mit einem Messer absichtlich an der Rüstung des Mannes. Die zwei Unbekannten wollen ihn provozieren. Das lässt er sich aber nicht gefallen und kämpft sie mit seinen Waffen nieder. Es wird ganz still im Raum. Die Gäste scheinen dem Kämpfer Respekt zu zollen. Ein Herr mit blauer Gesichtsfarbe und Glatze bittet ihn an einen Tisch. Der Mann mit dem Helm stellt ein Hologramm auf den Tisch und zu sehen ist genau der Mann mit dem blauen Kopf, der vor ihm sitzt. Damit ist klar, er will ihn gefangen nehmen. Er ist ein Kopfgeldjäger. Er fesselt seinen Gefangenen und sie verlassen das Lokal. Mit dem Gefesselten im Schlepptau ordert sich der Kopfgeldjäger einen Schneegleiter mit Fahrer. Sie fahren auf einer weitläufigen, glatten, eisigen Fläche, bis sie zu einem Raumschiff gelangen. Es sieht aus wie ein Klotz. Es ist von silberner, dunkler Farbe mit noch kaum erkennbaren roten Streifen. Es sieht so klobig aus, dass man glauben möchte, es ist noch aus der Vorzeit. Endstation, meint der Taxifahrer. Und bleib nicht zu lange auf dem Eis, warnte er. Kaum war dieser 100 Meter gefahren, brach das Eis und der Fahrer samt Taxi verschwanden in den Fluten. Das Eis brach sich in Windeseile auf das klobige Raumschiff zu. Der Mann mit dem Helm packte seinen Gefangenen gerade noch rechtzeitig und schloss eilig die Türen. Gerade noch rechtzeitig, sonst hätte das Riesenwesen, das sich aus dem Wasser erhob, sie verschlungen. Nun aber versucht es, das Raumschiff am Abflug zu hindern. Es schlang sich an den unteren Teil des Raumschiffes und übte solch starke Kraft auf, dass das Raumschiff nicht abheben konnte. Was willst du denn tun? Fragte der Mann mit dem blauen Kopf, dessen Aussehen doch schon in etwa an ein Reptil erinnerte. Der Kopfgeldjäger aber antwortete nicht. Er öffnete die Tür des Schiffes. Sie ging so aufzuklappen, dass sie zu einer kleinen Plattform wurde. Der Kopfgeldjäger hatte so einen stabilen Untergrund, um zu stehen. Er sah das riesige Wesen, wie es sein Maul aufriss
und sich an den unteren Triebwerken zu schaffen machte. Das Schiff war schon ein paar Meter in der Luft, und dennoch konnte es der Kraft des Wesens nicht entkommen. Wenn man es vergleichen sollte, könnte man meinen, es sei ein Riesenhai. Der Kopfgeldjäger konnte von der Plattform aus mit seiner Waffe die Riesenbestie angreifen und traf sie am Kopf. Blaue Blitze durchzuckten sie und es bäumte sich aus. Aber langsam schwand die Kraft und sie fiel schlaff ins Meer. Das Raumschiff konnte jetzt endlich abheben.